Grenzenlose Freude am Freitagabend im jamaikanischen Haus in der Olympiastadt Rio. Dort bejubelten die Fans die Goldmedaille der jamaikanischen 4x100-Meter-Staffel. Und damit die weitere Krönung einer grandiosen Karriere. Usain Bolt als Schlussläufer sicherte sich die dritte Goldmedaille bei diesen Spielen, so wie zuvor bereits in Peking 2008 und London 2012. Er schaffte damit also das sogenannte Triple-Triple. Und die Begeisterung schaffte es mühelos vom Stadion bis ins jamaikanische Haus, wie die Aussagen dieser Fans bestätigen. Ich fühle mich absolut unglaublich. Ich bin Jamaikanerin und darf hier sein. Es ist so toll für unser Land. Bolt hat der Welt gezeigt, wenn man etwas wirklich will, dann schafft man es auch. Man kann losziehen und gewinnen. Bolt hatte zuvor bereits die Rennen über 100 Meter und 200 Meter für sich entschieden. Und mit der 4x100-Meter-Staffel holte er nun seine insgesamt 9. olympische Goldmedaille in 37,27 Sekunden.